So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Da sind wir wieder zurück auf Facebook. Uhr, Punkt genau. Und da ist schon der Hotte. Guten Morgen von Hotte. Hotte, dir auch einen schönen guten Morgen. Und dabei ist heute Morgen der Odin. Moin, moin. Und Hotte hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich hoffe, du hast eine angenehme Nachtruhe gehabt. Mana haut einen guten Morgen raus, dir auch einen schönen guten Morgen. Und der Steffen ist auch da. Moin, moin, Opi. Steffen, dir auch einen schönen guten Morgen. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, hier stürmt es wie Harry. Sollte das Dach hier ruckzuck abgedeckt werden, dann bin ich direkt mit weg. Und einen guten Morgen von Mario. Mario, dir auch einen schönen guten Morgen. Und danke Ronny für den Daumen. Danke Mario. Danke Mane. Danke. Maike hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Audis. Und geteilt hat Hotte und Mario. Dankeschön. Soweit ganz gut. Schön. Und der Odin macht gerade seine Hausaufgaben. Danke, Odin. Bitte, bitte. Prost. Ach, ist das schön. Endlich streamen. Und der Reinhard hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und der Odin hat einen Daumen da gelassen. Und der Odin hat einen Stream geteilt. Danke, danke, danke. So, Odin. Okay. Wie geht's dir denn? Ja, alles gut soweit, ne? Das ist schön. Und selber? Ja, bei mir ist soweit alles in Ordnung. Wie hast du denn genächtigt? Warm und gemütlich. Soweit ganz gut vom Hotte. Das hört sich auch gut an. So, dann wollen wir doch mal zu meiner vorbereiteten Fläche gehen. Ich habe nämlich schon hier soweit alles frei gemacht, damit wir die Bäume fällen können heute. Und Fahrzeuge stehen hier auch schon. Und der Marcel hat auch einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Guten Morgen. Nur dann warten wir nur noch, dass der kleine Klumpelbär hier aufkreuzt und dann können wir anfangen. Servus zusammen von der Anja. Anja, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Anja hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Moin, 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 moin. Das Gerausche kommt nicht von meinem Computer, das Gerausche kommt von draußen. Es stürmt hier, wie Harry. Guten Morgen alle zusammen von Monster Mutti. Die Omi ist auch da. Danke für den Daumen und Anja, danke fürs Teilen. Und die Omi ist, glaube ich, gerade vor 5 Minuten erst aus dem Bett gepurzelt. Und HG Brück haut einen Moin raus. Dir auch einen schönen guten Morgen. Hallo Omi von der Anja. Und die Omi hat den Stream geteilt. Dankeschön. Los zusammen. Odin, Ja, wo bist denn du? auf dem Weg zu dir. Warum springst du nicht in einen der Trecker, die hier stehen? Bin doch schon auf dem Weg. Bei mir ist es auch windig. Ja, wird so einige treffen. Und die Omi hat geteilt wie eine Wilde. Wie Hilde, die Wilde. Oh, das stimmt immer heftig. Mich gerade rausgeschmissen. Ich bin gleich wieder da. Jetzt Spiel hat dich rausgeschmissen. Ja. Oh.
Das verstehe ich jetzt ja nun mal gar nicht. Dann fange ich das Spielchen schon mal an. Ja. Warum? Hier bin ich. Und jetzt aber. Kettensägen, Massaker und frühe Morgen. Jetzt wird er noch lang. Ja, also. So, gleich Synchro. Synchro. Und der Janis hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Wo ist denn das Ende? Da. Irgendwo. Jetzt haben wir eine Dauerkettensäge. Einen wunderschönen guten Morgen, Opi, guten Morgen, Omi und Anja, Michael, dir auch einen schönen guten Morgen, moin Odin und Michael. Michael, ich hoffe, bei euch ist auch alles gesund. Bist du drin, bist, ist meine Kettensäge leer. Na, dann passt uns noch einen. Hallo Michael, Anja. Aber die Vogelspäne sehen gut aus, wie die da so in der Luft rumflattern. Ja. Warum sie das jetzt geblockt hat, ne, verstehe ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. So, guten Morgen. So dicke ist der Stamm nur oder nicht? Nee, da hast du recht mit Erik. Dir auch einen schönen guten Morgen. Ich lasse den Ton mal aus, dann müssen wir uns die ganze Zeit das Gesumme anhören. Ja, alles super. Wir sind gerade am Backen. Es geht gleich nach Hause. Hier stimmt es ja nur. Schade. Brecht ihr deswegen ab oder ist der Urlaub sowieso zu Ende? Guten Morgen, Opi und Omi. Heute muss die Bäume nicht umsägen. Bei dem Sturm fallen die alleine schon um. Ja.
Sigi, dir auch einen schönen guten Morgen. Bei dir ist auch alles in Ordnung. Ich hoffe, bei euch allen ist es noch in Ordnung. In Dortmund. Oh ja, geschafft. So. Da hinten ist er. Dumm, dumm, dumm. Der Thomas und der Michael haben Daumen da gelassen. Dankeschön. Der Tobi hat einen Daumen da gelassen und den Stream geteilt. Guten Morgen, ihr Lieben vom Tobi. Tobi, dir auch einen schönen guten Morgen. Also bei dir ist auch alles in Ordnung. Soll ich den Anhänger runterholen oder soll ich weitersägen? Wie möchtest Du du das? darfst den Anhänger ruhig hier hinbringen. Wir schmeißen nur zusammen den Kram da drauf. Ach, genau. Ich habe ja nur geantwortet. Gut, alles gut. Alles gut? Warum? Hey. Jetzt wieder. Warum muss denn die Birke dran glauben? Weil wir die zwei Felder zusammengelegt haben und deswegen muss die Birke da raus. Willst du die Felder zusammenlegen oder Holz angeln? Holzmangel? Nee, ich habe keinen Holzmangel. Ich habe Holzwürmer. Da steht der Mario rum. Mario, schnapp dir eine Motorsäge und fäll den nächsten Baum schon mal. Mario ist auch da. Zwar nicht im Team, im Gespräch mit Rotiv, sondern nur im Spiel. Guten Morgen, Opa vom Hermann. Hermann, dir auch einen schönen guten Morgen. Holzwürmer fehlt nur noch der Holzmichel. Nein! Ich glaube, wir haben genügend Michel hier. Braucht man nicht noch so einen holzigen. Daddy, daddy, dada. Achso, das ist ja der Stamm. Müssen wir gleich wegfräsen. Der Hermann hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und der Martin hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und der Enrico hat einen Wurzel raus. Einen Wurzel, Winkelbauzi. Dir auch einen schönen guten Morgen, Enrico. Eckert? Nee, muss nur singen. Nein, ich fange nicht an zu singen jetzt. Nein, 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 Ich am Rümmel. nein. Halt, stopp, 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 Ich habe stopp. es gerade gesehen, Entschuldigung. Schnapp dir die Motorsäge und zerleg das Ding weiter, bitte. Ja, mache ich. Abzi und Enrico haben Daumen da gerissen. Danke. Moin, Opi von Enrico. Dir auch einen schönen guten Morgen. Michael.
Danke für die 100 Sterne. Danke, danke, danke. Der macht das auch immer genau im falschen Moment oder im richtigen. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Geh weg, du Stern. Ich schau einen Stern von mir Sicht. Ui. Ich hole direkt mal die Kuh dahin, dann kann ich den Baumstumpf daraus fräsen. Und morgen Opi und alle zusammen, der Opi, Odin und Mario sind Bäume schubsen. Nee, 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 doch, doch, doch. Nils, dir auch einen schönen guten Morgen. Und von mir auch noch einen schönen guten Morgen. Alle zusammen. Eckart, dir auch einen schönen guten Morgen. Nochmal flupp, wird es auch. Nils, Florian und Eckert haben einen Daumen da gelassen. Danke. Guten Morgen zusammen von Florian. Florian, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Michael, danke, danke, danke für deine 100 Sterne. Dankeschön. Und der Nils hat den Stream geteilt. Danke. Komme, ich komme. Nein. Jetzt bin ich ins nächste Fahrzeug gesprungen. Was ein Blödsinn. Erstmal Käffchen trinken. Prost! Prost! Also die zwei Birken waren ja leicht. Aber der andere muss echt in ganz dünne Scheiben gesägt werden, sonst kriegen wir den nicht bewegt. Prost, Kaffee! Ja, Prost! Egal. Hat einen Sturm da draußen. Hoffentlich halten die Leitungen durch. Ja, das ist der Baumstumpf. So, zum nächsten Baum. Wow. Ja, jetzt ist meine aber hier im Button. Ruhe. Oh, meiner ruckelt gerade auf die Teufel. Oh, wow, oh, oh, ich habe Känguru-Sprit. Und Jule hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und der Werner hat einen Daumen da gelassen. Danke. Nur nicht zu dünn schneiden.
Können wir hier gleich Papierseiten stapeln? Das geht schön schnell. Ja. Winke, winke, Ruki, einen schönen guten Morgen, Michael und Anhang. Uns fängt auch gerade an mit dem Wind. Der Silberpuppe ist nennt aus die Arbeit mit Der der geht nicht. Kettensäge. Gleiche, machst du den noch mal so halbieren, bitte. Hast du gerade Teiche gesagt? Ich zu dir. Ich habe dich gefragt, ob du gerade Taichi gesagt hast. Nein, ich meinte Mario, Ach so. Entschuldigung. Brauchst du nicht für zu entschuldigen, habe ich nur gefragt. Ja, war alles gut. Hast du dich nicht verhört? Hatte mich nur etwas irritiert. Und der Martin hat einen Daumen da gelassen, danke. Der will mich da veräppeln. Will der mich nicht? Jetzt aber. Oje, das hängt aber. Mein Stream sieht eigentlich ganz sauber aus, die Übertragung. Na. Jetzt bist du runtergefallen, ne? Mist. Also Janu hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Jetzt und zwischendurch warten wir auf Facebook. Aha. Ich kann nichts für die Übertragung bei dem Sturm. Keine Ahnung. Ich kann nichts dagegen machen. Ich bin froh sein, dass wir überhaupt was sehen. Vielen Dank.
Ich merke das nur bei der Spielgeschwindigkeit, dass hier irgendwas nicht sauber läuft. Guten Morgen, Jungs. Einen schönen guten Morgen, Omi. Komm ich dann gleich noch besuchen, ne? Ja. Ja, habe ich mir so gedacht. Bist du schon, nee, drin im Spiel bist du noch nicht, ne? Noch bin ich nicht drin. Mhm. Kann ja auch nicht, hab ja noch keine Synchro. Bin grad dabei und lad mal hoch, ne? Moin, Omi. Aber wie Steppen. Üblich, das Videosignal hängt wieder. Ja, klar. Sind ja bei Facebook nichts anderes gewohnt. Nö. Der Odin hat mir vorhin gesagt, Facebook will sich einen anderen Namen zulegen. Ja. Habe ich mich doch nicht verwirrt, siehste. Nee, der ist irgendwas zugange. Ja, gestern habe ich auch zufällig mitgekriegt, Nachrichten. Du auch, ich auch. Gut. Ja. Da habe ich dann auch gedacht, ich denke, hä? Ich versuche das nochmal. Moin, Omi von Steppen. Guten Morgen. So. Der ist so schwer. Dann kriegt er jetzt gleich eine Synchro. Ja. So. Und dann wünsche ich mal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde rein. Ah, du hast einen Stream. Omi hat jetzt geschossen, ja. Omi streamt. Alle zu Omi. Ich hab's da mal angemacht. Ich war ja gestern nicht da. Ach, gestern war chaotisch genug. Ich habe jetzt gerade mal eben von unserem Balkon echt mal unsere Decke reingeholt, die Tischdecke. Ja. Die spazierte mir da doch dann zu viel rum. Hab dann auch gleichzeitig deinen Außenaschenbecher mit reingenommen. Ich denke, bevor der hier klirrt. Ne? Denn es ist ja noch bis heute Abend. Synchro. Guten Morgen, Omi vom Siggi. Guten Morgen, Omi von Eckhardt. Guten Morgen, Nils. So, Morgen, ich werde mal eben. Guten Morgen, Siggi. Der Nils ist schon wieder der Erste. Oh. Ecker. Und das Ganze dann mit Sternchen. Ich mache mal eben meine Hausaufgaben. Oh Gott, dauert Facebook lange. Oh, wow. Ja, ist schlimm, ne? Mann. Da bin ich. Ja, dann herzlich willkommen. Ja, dann gucken wir doch mal. Guten Morgen, Enrico. Wir so. Können da alleine aber auch mit den Bäumen spielen, ne? Also, ja. Ich will keine Bäume spielen. Versuchen wir auch, mich aus den Bäumen rauszuhalten. Ich bin nur in den Kronen. So. Schiebst dann erstmal auf den Hof. So. Das ist der Link von der Omi. So. Und noch keiner guckert hier. Wie ich sehe, sehe ich nichts, wie das so üblich ist hier am frühen Morgen. Hast du das letzte und Stück? Wenn hinter mir nichts mehr ist, ja. Na, ich glaube, hier ist nichts mehr. Die ich Wolken mach... hängen hier auch ganz schön beschissen rum. So. Omi, ich weiß, du siehst zwar noch nichts, ne? Ich will jetzt erstmal die Viecher machen. Ach so, gut. Weil 117 und 127 sind beide geflügt, die da kann alles andere dran gemacht werden. Aha, okay. Ich mache jetzt wenigstens erstmal sauber hier, damit das schon mal weg ist. Was ein Schiedwetter. Ja. Ja. Ist Wetter. Also die Unwetterwarnung ist bis morgen früh rein geschrieben. Aha.
Und bei uns hier hinten in der Ecke, da gab es wohl auch so ein Mini-Tornado. Oh, wei. Ich schon gelesen, ja, ja. Ob hier ein Link hätte gereicht, musst du doch nicht gleich 6-mal Link reinmachen. Und wenn ich den 30-mal reinmache, ich mache den so oft rein, wie ich gerne möchte. Also 35-mal. Minigens. Wenn das hier der Baumstamm ist, dann versuche ich den direkt mal wegzufräsen. Ohne den Odin dabei klein zu hacken. Wäre sehr nett, danke. Das ist die Omi, da kann man gar nicht oft genug den Link reinsetzen. Außerdem ist das nie der Opi schuld. Das ist dann grundsätzlich die Technik schuld gewesen. Ja, das war nicht ich. Die Taste hat geklemmt. Ich mach sowas nicht. Nie. Aber irgendwie gefällt mir dieser Baumstamm hier nicht. Dieses Stück. Doch wohl. Gefällt mir wohl. Daddy, daddy, daddy. So, eigentlich hätte ich heute Morgen einkaufen fahren müssen. Ne? Das kannst du ja mal ganz knicken. Ne? Aber ich musste dir ehrlich sagen, ne, ich hatte keine Lust, bei dem Wetter in den Sturm mit der Fitz zu fahren. Ne? Du stehst nicht so auf Langstreckentauchen, ne? Nee, und auch nicht so auf Liegen ohne Kontrolle. Wenn ich da selber nicht die Kontrolle drüber habe, da kann ich noch so sehr Drache sein. Das mag ich dann doch nicht. Er will mich, wie ich bin. Hallo. Bin schon bei dir durch. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, guten Morgen Mario. Weil der ist ja nicht im TS. Da vergisst man den so schnell, weil man den nicht hört. Ja. Den Odin habe ich schon vorm Stream begrüßt. Genau. Als ich aufgestanden bin und beim OP reingeschneit bin. War die kleine Rundkugel schon da. Ist ja schön, dass du endlich wieder da bist. Der Sascha hat einen Daumen da gelassen und der Sascha hat den Stream geteilt. Dankeschön, dir auch einen schönen guten Morgen, Sascha. Ich hoffe, du hast eine gute Nacht gehabt. Und du fliegst nicht gerade weg im Sturm. Und der Hans hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen, Eckhart. Ja, ja. Opi hat immer Schuld. Haha. Und Ingmar hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Hallo, guten Morgen, Opi vom Hans. Peter, Hans, dir auch einen schönen guten Morgen. Außerdem wisst ihr doch, Opi ist nie was schuld. Opi ist das Liebste, was er kennt. Was er kennt, ja. Ja, sag ich doch, was er kennt, nicht was ich kenne. Guten Morgen, Hausaufgaben gemacht. Ja, aber schön die Nacht, schön kurz. Aber schön. Na denn? Der Pfeffel. Der Peter hat einen Daumen da gelassen, danke. Und guten Morgen vom Peter. Peter, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Dann haben wir wenigstens schon mal das Saubermachen hinter uns gebracht, damit das hier nicht wieder aussieht wie bei Kleinhempels unter dem Sofa. Wie sieht's denn bei Großhempels aus? Guck dich um! Ach so. Aha, du wolltest also sagen, ich bin Großhempel. Du bist immer Großhempel gewesen. Ach so. Jetzt, wo du sagst. Dein Hempel musst du noch üben. Nein, muss ich nicht. Musst du wohl. Der Jakob hat einen Daumen da gelassen, danke. Hat der Anhänger Gurte? Nein.
Oh oh. Du sollst damit ja auch nicht rasen. Du hebst den Salat alleine auf, ich sag's dir. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das jetzt wegfahre. Ja, aber ich sagte das. So zu spät. So, dann gucke ich mal, wie voll. Was ist denn hier los? Wo sind die ganzen Trecker? alle in Arbeit. Ja. Mit Banane. Jetzt muss ich mir so ein Monstrum nehmen, um Kalk zu streuen. Ich glaube, das ist der von Teichi. Also, das kann ja. Wo soll denn das Kleingeschnibbelige dann hin? Ich warte, ich fahre mit. Wir müssen zum Sägewerk. Das sehen wir jetzt auch erst mal das blöde Frontgewicht hier ab. Nee, du kannst. Du darfst da einsteigen. So. Das machst du mit dem Holz, das da wird Hatschitz so rausgemacht. Und von Julen moin zusammen. Jule, die auch einen schönen guten Morgen. Und von Marken Daumen. Und vom Jakob. Und vom Peter. Und von Inga. Und vom Hans. Und vom Sascha. So, fertig. Prost. Prost. Eins ist schon mal klar, ne? Also man darf euch nicht alleine auf die Map lassen. Ihr schleppt hier alle Trecker weg. Einer steht vorm Bahnhof, weil wegen geschlossener Gesellschaft. Prost, danke. Ja, ist egal, wie du fährst. Hauptsache du fährst. Ja. War jetzt Richtung Hauptstraße oder fahr ich schon wieder falsch? Wir müssen zum Sägewerk. Das ist nicht Richtung Hauptstraße. Sägewerk ist hinten. Du musst eigentlich umdrehen in die andere Richtung. Richtung Hotel. War noch nie beim Sägewerk. Ja, dann mach dir eine Markierung auf der Karte, dann weißt du, wo das ist. Machen wir jetzt eine Landkartenerkundung. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, lieber Opi und Omi vom Kurt. Kurt, dir auch einen schönen guten Morgen. Oder soll ich da hinfahren? Jemand hat hier Kalk gestreut und ja, hat den Kalkstreuer nicht gefüllt. Wer das wohl wieder gewesen ist. Oh, 20 runter. Oh, was reagiert der hier schlecht? Oh, was ist denn hier los? Der reagiert ja fast gar nicht. Was ist der Trecker? Doch, ich ging nur ihn gerade. Na, jetzt läuft er wieder. Boah. Ich muss mir aber erstmal eine basteln. Ja. Ich glaube aber Omi zu und danke für den Tipp, wann Tiere sauber machen. Guten Morgen, heute. Ja, ich immer nur mit dem Futterbesen gemacht habe. Ja. Bitte, bitte. Das war jetzt der letzte Baum dann? Ich dachte, das war Obi. Ja, wenn da keiner mehr steht hier auf der Fläche. So. 117, 127, Opa, ne? 117, 127, ja. Gut. Die kriegen die komplett Kur. Und ich bin ja schon mit dem Messer unterwegs. Der Peter hat einen Follower dagelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Audis. Der Jan ist einen Daumen dagelassen, danke. Der Mario ist schon wieder am Fahren, der ist schon wieder fleißig. Ich habe gestern von Facebook eine Ermahnung bekommen, ich würde mit meinen Likes und gefällt mir Angaben spammen. Und noch so einer. Oh wei. Ja. Die Schwiegertochter kriegt das auch immer auf. Nee, die hat das wegen den Teilen. Ja, solche Dinger von Facebook habe ich auch gekriegt, nur weil ich Rezepte geteilt habe. Ja, wenn du die zu viel teilst und du wirst gemeldet, dann... Ja, ich habe da so eine Mail, die Mumu da so am Filter kleben. Ja. Das ist grausam, ist das. Aber ich sage, das ist Neid der anderen, weil sie damit nicht klarkommen. Da kann ich nichts dran machen, Enrico. Hey. Du wirst dann von irgendjemandem gemeldet und dann ja. Hast du dieses Problem.
Du, komm mal mit 20 Sachen zum Sägewerk. Ich habe eigentlich gedacht, der fährt mit, damit er den Weg kennenlernt. Ne? Ich sehe dich doch. Und mir beim Abladen hilft. Aber nein. Das hast du ihm nicht gesagt. Du weißt, erstens, die arbeiten nur auf Arbeitsanweisung. Und zweitens habe ich ja nun gedacht, der kippt das so automatisch dann raus und dann ist das weg. Nee. Nein. Bleibt an der Bracke hängen. Musst du die meisten noch Vollstücke musst du mit der Hand rausnehmen. Oh. Jetzt fährst du gerade am Eierhof vorbei. Ja. Ich folge dir. Bist sogar zu Fuß schneller als ich. Braucht man auf der Karte nur zu gucken, wo das ist. Und dann steht da Holzhandel, richtig? Nein, nicht Holzhandel. Nein. Säge weg. Ich muss hier oben erstmal gucken, ja. Holzkerle. Holzkerle, da hinten müssen wir hin. Gut. Ich war lieber mit 20, anstatt ich an- und abbleiben muss und die Stücke wieder aufheben. Ja, falsches Feld. Danke. Sag da doch. Falsches Feld. Falsches Feld. Falsches Feld. Tommy? Ja. Falsches Feld. Okay. So, dann stehe ich hier und warte, bis Objekt kommt um die Ecke. Ja, eigentlich kann ich schon Mittagessen kochen, das dauert noch. Ja, aber lieber so als Purzelbäume. Nee, hab ich keinen Bock. Prost. Prost. So, bis heute Abend alle zusammen wollen los. Viel Spaß noch. Michael, ich wünsche euch eine schöne Heimreise. Kommt gut zu Hause an, sei vorsichtig. Ja, dann bis heute Abend. Mario. Der kommt auch so um die Ecke geschossen. Guten Morgen zusammen von Michael. Michael, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Mario fragt, wie geht's euch heute so? Uns geht's gut. Mir geht's gut, Umi geht's gut. Wie geht's dem Kurt? Eine Wackelpackung. Ne? Aber geschreibt ja. Ja, dann ist ein Eckenschießer. Oh ja, mal gucken, ja. 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 Alles gut, dann ist gut. Wenn gut, dann gut. Dann fahr mal eine Runde. Michael sagt auch alles gut. Ne, zweimal alles gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut. Gut, 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 gut. Naja, Facebook halt. Nee, das liegt nicht am Facebook, das liegt am Spiel. Das Geruckle liegt am Spiel, weil diese Art zu transportieren dafür gar nicht vorgesehen ist. Ja. Ich werde besser aufpassen. Er muss genau überlegen, wo du teilst. Oder Enrico, ja, das kann auch drauf bezogen sein, entweder auf das Gewackele oder auf der mit Däumchen geben und so. Oh. Weil der Content, warum das war, steht nicht dabei. Jetzt fahren wir gleich zum Odin. Der Steffen hat einen Daumen da gelassen, Dankeschön. Der Michael hat einen Daumen da gelassen. Danke. Aber wenn der Odi schon da oben rumsteht, dann kann er ja nebenbei Holz aufladen. Ich bin gleich wieder da. Jo. Das hörte sich komisch an, Opa. Was? Du sagst, dann kann der Odin ja Holz aufladen. Und er sagt, ich bin dann gleich mal wieder da, ne? Ja, vielleicht war er ja weg und hat noch nicht Bescheid gesagt.
Guten Morgen, Opi, Omi und Odin vom Tobi. Ich habe auch gelesen, du hast den Stream geteilt, aber hier ist keine Nachricht. Doch, nee, doch nicht. Und Kajan hat einen Daumen da gelassen. Und Michael hat einen Daumen da gelassen. Dass ich nicht wieder übers Feld fahre bei meinem Känguru-Sprit. Ah. Also, war wegen Teilen. Aha. Rulaut heißt Kaffee raus. Tobi, ich hoffe, bei dir ist auch alles in Ordnung. Da ist der Teilen. Aha, da ist es. Dankeschön. Otto, ich bin noch nicht ganz wach. Heute ist nicht mein Tag. Ich könnte noch eine Runde pennen, aber die Knochen haben gesagt, jetzt hast du lange genug gelegen, dass du rauskommst. Warum fährst du nicht weiter? Ich habe doch gesagt, du sollst weiterfahren. Also fahr auch. Oh, bei mir ist gerade der Föhn angesprungen. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir da jetzt mal eine vernünftige Linie kriegen. Ja, hat der Pörgi richtig zu kämpfen. Ja, hallo. Weißt du, was du dem da für ein Licht drauf packst? Das sind 4 Bäume, das ist jede Menge. Ja, eben. Das arme Kerlchen. Jupp, alles okay, die 3 O's am Morgen. Bitte Nachhilfeunterricht. Mir geht's auch gut, kurz, das ist schön. Ah, der Mario ist Stroh am Einsammeln. Mhm. Oh. Strohseliese. Strohseliese. Oh nein, nicht haken. Oh doch, haken. Na, Opi, Oma, Odin, die 3 O's. Oh Gott. Du musst erstmal drauf kommen, auf so einen Blödsinn. Taichi ist auf jeden Fall wach. Er fährt nur 16, obwohl er 20 kann. Also, ja. Ich warne schon mal vor, wenn der Stream irgendwann plötzlich weg sein sollte, dann ist das Internet geplatzt. Oder Facebook. Oh je, mein Kaffee ist alle ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Sorg für Nachschub. Du weißt, das kann fürchterliche Folgen haben. Meine allerdings auch bald. Aber ich weiß, wo der steht. Guten Morgen, Tobi. Moin, moin vom Justin. Justin, dir auch einen schönen guten Morgen. Bin wieder da. Bibi. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bekomme Kopfweh, wenn ich keinen Kaffee trinke morgens. Oh. Und Niki hat ein Herzchen dagelassen. Dankeschön. Da ist die Tante Odin. Da kommt der kleine Opi. Ja. Komm mit, du Nasenbär. Jule, das könntest du aber auch ausgleichen mit Tee. Guten Morgen, ihr Lieben vom Nick. Nick, dir auch einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Luftiboss. Moin, moin. Die Omi ist auch live. Hallo rüber zur Omi. Ja, die Omi versucht hier gerade irgendwie den Kalk auf das Ding zu kriegen, auszumessen. So richtig wach ist die auch noch nicht. Omi, ich glaube, das Ding heißt Feld. Das Ding, ja, sag ich doch. Das Ding. Das Ding.
An dem einen habt ihr da irgendeinen komischen Rand gemacht, der andere, ich hatte schon gedacht, die Felder sind zusammengelegt, ich stand schon auf dem falschen Feld, also. Die sind nicht zusammengelegt, die zwei. Nee. Ist ja eins für, und das andere für... Ja, das eine ist für das Elefantengras. Nein, das ist da mit dem komischen Rand da drum, oder? Nein, das ist für Zuckerrüben und das andere für Kartoffeln. Und warum habt ihr da einen Rand drum gemacht? Weil er vorher eine Wiese war und man nicht unterscheiden konnte, was es fällt und was es nicht fällt. Ach so. Ich bin noch nicht krank und wenn dann nur den Kümmelfännchen Anis-Tee. Ja, wenn es dir schmeckt. Schönen guten Morgen, Omi und Opi von Gisela. Gisela, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn du schwarzen Tee nimmst, hast du die gleiche Wirkung wie Kaffee. Das kann ich. Dann wird der Koffein drin und nicht Tein. Hat trotzdem die gleiche Wirkung. Aber nicht Tein so lange. Und Koffein. Ich weiß, du würdest auch keinen Tee trinken. Wenn ich dir deinen Kaffee wegnehmen würde. Nö. Ja, fast so schlimm wie Zigaretten wegnehmen. Gisela hat den Stream mitteilt und einen Daumen da gelassen. Was heißt denn Fake-Tee? Fake-Tee. Jö, was ist denn mit dem jetzt hier? Komm doch da raus. Ja, hüpf rauf. Der trinkt schon Tee. Die Ostfriesen? Ist doch einleuchtend. Die Ostfriesen, die Engländer, die Friesen. Die waren es nie gewesen. Ein Moin Moin vom Thomas. Thomas, dir auch einen schönen guten Morgen. Fändchen an den Kümmeltee. Opa. Bitte? Der Wind lässt nach. Ja. Es klappert hier nicht mehr so. Ja, ich habe den Balkon gleich daneben. Normalerweise hörst du dann immer so scheppern, ne? Aber im Moment ist es stiller. Irgendwie kriege ich ihn nicht. Ach, du hast den. Nein, habe ich ja noch, ja. Moin Moin zusammen vom Den, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Hertha hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ist da einer daneben gefallen? Ja. So. Ist da alles runter? Jo. Und der Thomas hat einen Daumen da gelassen. Danke. Wolltest du nicht mitfahren? Ich versuche ja gerade einzusteigen. Geht das nicht? Okay. Großschreibtaste und Y. Jetzt. Yes. Alles gut. Ja, du weißt auch, so ab und zu sind die eigensinnig. Na du Nase, du. Na sie, Nase, sie. Luftiboss, was ist das für ein Emoji? Eine schwarze Katze? Au. Die kannst du ganz schlecht erkennen. Hier ist richtig Mistwetter. Ja, bei uns auch, Gisela, bei uns auch. Dödi, dödi, dödi. Ach, ich wollte noch was machen. Noch. Da, die, da, die, da, da.
So, und nur einmal, ja. Allzu schön, dann noch einmal. Der Link ist der Link von der Omi und Veronika hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und der Thomas, danke. So, bin raus für heute. Noch einen schönen Tag. Ich muss gleich bei dem Wetter nach draußen. Juli, ich wünsche auch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen, flieg nicht weg. Schön gesund bleiben. Eben festbinden. Ja. Oder musst du den Odin mitnehmen? Meinst du als Anker? Dann fliegst du nicht weg. Bringe vorher raus und halt den ganzes Gehänge da von hinten an. Und Melanie hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Der Ralf hat einen Daumen da gelassen. Danke. Mario war jedenfalls schon ganz schön fleißig. Warum? Ja, der ist schon richtig runter, was vom Feld. Ja, wir haben ja vorhin auch schon die ganze Zeit zu zweit gefahren. Mario ist immer fleißig, wenn er drin ist. Ich sehe ihn so selten. Ja. Er hat ja auch selten Zeit. Ja. Und jetzt ist er ja auf dem Nachbarfeld. Da sehe ich ihn dann immer losflitzen wieder. Doch auch mal schön. Diddy, 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 diddy. Da sind unsere Hästchen. Die packen gleich ins rote Kästchen. Genau. Jetzt geht es los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Bei dir hat das noch nie aufgehört, Opa. Ich weiß. War der ist angefangen. Wir kennen uns jetzt schon die 2, 3 Jahre, ne? Aber Die 2, 3 Jahre. die paar Tage. Für andere ist das ein ganzes Leben. Wenn du dir das immer vor den Kopf haust, bringt das auch nicht viel, Opa. Ach Menno, bleib doch da drauf, du blödes Ding, du. Hey, du musst ihn schon da richtig draufschmeißen. So, hast du jetzt davon. Ab in eine Würfelkiste, plus. Oh, der scheint zu dick zu sein. Der ist dick, Mann. Er ist zu schwer, nimmt er den. Armes Kerlchen. Und der Horst hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ja, ich habe zwei davon. Ein rechts, ein links. Da siehst du mal, wie arm ich bin. So, Omi muss mal einen Schluck Wasser trinken. Mach das, Omi. Prost. Das komische Ding noch nehmen, was ich vergessen habe. Wie sollte ich ja eigentlich nehmen, bevor ich den ersten Kaffee trinke? Der Patrick hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator, Raudis. Und deine Schildkröten. Ja, meine Schildkröte. Müssen wir warten, bis die Alerts weg sind, weil ich dann nicht, die Hand nicht sehe. Ja, aber wenn du die wieder verstellst, ne, dann siehst du die wieder nicht. Ich muss es so machen, weil Facebook ja die fantastische Software hat und nicht immer alles anzeigt. Da bin ich ja mal gespannt, wie es heißen soll, wenn die den Namen ändern. Vor allen Dingen, warum? Die haben da gestern schon irgendwas von erzählt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört.
geringfügig mitgehört, aber den Namen habe ich nicht verstanden. Nee. War wieder so ein, weiß ich nicht, dänisch Rückwärtsname. Hat der Zuckerberg das Zeug verkauft oder was? Dass das dänische Bettenlager jetzt auch plötzlich einen neuen Namen gekriegt hat. Ja. Ist und bleibt für mich dänisches Bettenlager. Ja. Den kannst du ja nicht mal aussprechen. Nee. Das neue. Jürs oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich den Nils könnte kann. Da vielleicht aussprechen. Jusk. Ja, von mir ist auch so. Ja, aber das ist ja nur die Abkürzung. Tobi schreibt Jusk. Abkürzung für dänisches Bettenlager. Ja. Ich weiß, wo die Läden sind, mehr brauche ich nicht. Jusk, da habe ich mein neues Bett her. Ja. Also aus dem dänischen Bettenlager. Zu schwer? Können wir ändern. Kurzer Prozess und weg damit. Ja. Ja, könnte sein, dass unser Schwager heute auch unterwegs ist. Und ne? Lucia hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Warum? Ja. Bei dem Sturm, wer weiß, was in seinem Wald da los gewesen ist. Ja, stimmt. Der hat einen eigenen Wald. Der hat einen eigenen Wald. Da haben sie dann ja letztes Jahr, haben sie dann ja da noch überall neue Obstbäume gepflanzt. Ne? Mhm. Mhm. Haben da jetzt eine kleine Obstplantage. Schön. Genau. Kaffee und Daumenhof. Danke, Luftibus. Aber ich bin nicht der große Kaffeetrinker. Und nicht der große Teetrinker. Und der Jürgen hat einen Daumen da gelassen. Danke. Ich bin der Wassertrinker. Geschnibbelt. Oh, daneben. Also 2 Tassen Kaffee am Tag, das ist schon viel. Ja. Dann ist es wahrscheinlich eher 1 Tasse Kaffee und ein Cappuccino, wenn man dazu kommt. Aber... Können wir ja heute machen, wenn wir die Taucherbrille finden und die Flossen. Nee, geht nicht, Opa. Ich muss nachher arbeiten. Ja, ja, stimmt. Ich habe noch kein Wochenende. Ich glaube, der ist schon wieder runtergefahren. Also bis 10, also 10 vor 10, 10 Uhr maximal habe ich heute Zeit. Jawohl. Weil Termin, Kinder, Doktor und so. Mhm. Ja. Im Vorfeld schon mal Bescheid sagen. Bescheid. Guten Morgen zusammen vom Sven. Sven, dir auch einen schönen guten Morgen. Und danke für den Daumen. Moin Sven. Guten Morgen. Oh, die Luftaufnahme sagt, hier liegt nichts mehr. Nein, nichts daneben gefallen. Nein. Den Stunden hast du schon weggemacht gehabt? Ja. Gut. Ja, dann kann soll ich dann die Mu mit dem wieder wegfahren? Den kannst du wieder ins Lager bringen, zum Hof bringen. Jawohl, mache ich. Die Stubenfräse oben im Hof oder kommt die wieder zurück zum Die kommt zum Hof, nicht nach oben. Bei 532 Auswahl liegt noch ein Holzstamm, ja, lass ihn liegen, bis er grün wird, der verfault von alleine. Gucken wir mal, dass das runterfällt. Okay, gut. Ja, wenn doch, dann... Ne? Muss ich wieder aufheben. Eben. Aber so viel liegt da jetzt nicht drauf. Dann gehe ich das Risiko ein.
Da dürfte jetzt etwas weniger sein wie vorhin. Leben am Limit. Ah. Der hätte jetzt nur noch Gurte haben müssen, dann wäre das besser. So wie der Anhänger aufgebaut ist, gibt es nie Gurte. Da kommt ja normalerweise Stückgut rein. Dobi, ich gehe mal zu Omi. Viel Spaß beim Spielen und Zuschauen. Anja, dir auch einen schönen Tag und mach das. Geh ruhig zu Omi. Dein Ding. Bleib dir eine Familie. Hab ich dann gleich geschafft hier. Hallo Anja, guten Morgen. Omi? Ja. Das komische Gemüse, was du da geholt hast, ne? Ja. Können wir am nächsten Mal ganz ruhig zwei Dosen da reinfeuern. Ach so? Ja, also kriegst du mich zum Gemüse essen. Das Zeug schmeckt lecker. Jo. Dann muss ich mal beim nächsten Einkaufen wieder ein paar Dosen mitbringen, ne? Ja. Ich muss sowieso unseren Kellervorrat aufräumen. Thomas hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und Fergie, du schaffst das, du bist groß und stark. Mach Fergie, du kannst das. Ich hoffe, es geht dir gut, Anja. So. Andere Seite hüpfen. Rüber. Daddy, daddy, daddy. Opi macht wieder Singsang. Daddy, daddy, daddy. Ja, ich bin schon froh, wenn wir heute Abend haben. Guten Morgen ins Altenheim, Enrico, dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Daumen. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Noch etwas müde, aber sonst geht's mir gut. Der Techniker von der Telekom war bei mir, um den Anschluss freizuschalten. Aha. Aha. Hört, hört. Von wem kam das? Von der Anja. Blöden Mastfahren hier. So, los jetzt. Mach fertig. Essen zeitig. Was? Was war das denn? Die Grafikkarte. Aha. Ist der warm? Oh ja. Warum? Weil ich auf Höchstleistung stehe mit dem Ding. Ach so. Ja, haben wir alles? Jawohl. Warum mache ich den aus? Das weiß keiner so genau. Ist auch nicht wichtig, Opa. Warum fährst du vorwärts? Ich habe gar nichts gedrückt. Ja, heute ist ein bisschen, ne? So ging es mir vorhin aber auch. Ich stehe oben am Bahnhof zum Abladen, im Moment die Bagasse. Ich steige an, da fährt er los. Das geht auch. Ja. Ja. Was sollte das gerade heißen mit dem nur heute? Ja. Nein, ich bin immer Banane. Das weiß ich. Da lege ich Wert drauf. Prost. So. Prost.
Ach, ich wollte mir doch eine basteln. Bastel doch mal. Immer dasselbe hier. Oh, wenn wir Zeit haben, bedauern wir dich auch noch. Jeden Tag mit wachsender Begeisterung. Oh. Wer hat denn hier Paletten ins Palettenlager reingestellt? Irgendwer wird es gewesen sein. Statt die auch zu laden? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Immer der gleiche mit den jungen Leuten. Ja. Einmal mit Profis. Einmal. Vergisset. Ja, vergisset. Nicht mehr in diesem Leben. Ich? Mm-mm. Gut, dann nehmen wir das nächste. Der Lukas hat einen Follower dagelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Rowdies. So. Dankeschön. Umi, hast du schon getrunken? Ja, ich trinke ja immer schön brav mein Wasser. Ich bin Wassertrinker. Und ist Ria, einfach so. Und Ria hat einen Daumen dagelassen. Dankeschön. Ich habe meinen Kaffee getrunken. Der reicht mir. Und dann trinke ich Wasser. Geld kommt. 1266 Einnahmen Ernte? Ja, keine Ahnung. Wo kommen die denn her? Ja, Hilfe. Der Mario vielleicht Strom verkaufen? Ja, dann muss er sich einen Doppelzug nehmen, dahin fahren. Ja. Vielleicht fahre ich denn da gerade, weil ich den ja heute Morgen dahingestellt habe, weil wegen geschlossen. Ach so. Da war doch noch was. Hallo? Mann mich nochmal an, ja. Ich Andreas lässt einen Daumen da, dankeschön. Du stehst die armen kleinen Dicken hier. Die nicht fliegen können, ne? Ich sage dir. Und noch schlechter landen. Einfach auf die Seite legen und wegrollen. Passiert nicht. Nein, bin gerade am Frühstücken. Ja, dann guten Appetit euch. Guten Hunger. Ja, wo kommt denn dann die Kohle her, wenn keiner was verkauft hat? Hab Achso, ich doch. Doch. Gerade gesagt, ich Ach. Habe gerade Strom beim Bahnhof abgegeben. Entschuldigen Sie, Verzeihung. Verzeihung, aber nur dieses eine Mal, weil du es bist. Mhm. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Warum war das dann nur so wenig Geld? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich bin schon am Gucken. Wahrscheinlich, weil die Preise sich geändert haben von dem Zeitpunkt an, wo du es hingestellt hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo die aufgemacht haben. Aber 1000 noch was für einen ganzen Zug? Ja, das war relativ blöd. Da, Stroh. Zack. Litz 83. An und Kern. Rüberbringen zu Gasstroh an Ankauf. Gasstroh-Ankauf geht auch, ist relativ kurz. Oder? Mal eben gucken. Ich falle mich meistens immer zum Bahnhof, weil es da einfach näher ran ist. Ja, das ist im Prinzip geradeaus die Strecke. Oben, ja. Bahnhof hat nur noch 32, oh Gott. Ja. Gasstroh-Ankauf. 83. Ja. Hat 83, ja. Ja. Und das ist ja nicht weit weg. Das ist auch nah ran, da kannst du auch hin. Ist ja, ja fast dieselbe Ecke. Ja. Der Andreas hat einen Knuddel da gelassen. Danke. Und du der Andreas einen hat einen Daumen da gelassen. Und zwei Andreas. Ja. Es gibt davon mehr. Ich glaube auch. Moin, habe auch schon mal eine Runde gedreht auf der Don Diego Map. Aha. Ja, wenn dir das Spaß macht. Karte finde ich auch persönlich gut. Habe ich noch nie gespielt. Odin? Umi? Du hast doch nicht allen Ernstes die Kuh einfach weggestellt, oder? Allen Ernstes doch. Ohne die sauber zu machen? Ups. Oh, sorry. Oh. Erwischt. Menno! Wolltest doch einmal richtig machen und wieder was vergessen. Sorry. Oh.
Das gibt Abzüge in der B-Note. Ach, das macht nichts. Die C-Note reicht mir noch. Okay. Da bin ich ja. Ne, Dieter hat einen Daumen da gelassen. Danke. Ein Tritt auf die dicke C-Note. Aber sowas von. Dann habe ich wenigstens drei Onkels. Reicht mir das. Wo steckst du bloß den dritten Onkel rein? Facebook? Wenn? Immer dasselbe. Nee. Muss ich den Anhänger wieder umbauen? Das Schlimme ist, die Zugmaschine steht oben. Na nee, der Anhänger war von hier unten, deswegen gut. War von einem der Gespanne geklaut. Tschüss. Du stibitzt von hey. Einem Opa. Ja. Also ernsthaft jetzt, ne? Mann. Kannst du mir mal erzählen, wie ich meine eigenen Anhänger stibitzen soll? Hast du doch gemacht? Ich wollte nicht den Holzzug wieder umbauen, das ist für mich nervtötend. Den Palattformwagen. Ja, den Palattformwagen. Muss ich mir mal das Gewicht wiederholen hier? Aua, da war eine Tür. Nein, ich will nicht. Warum nicht? Oh, könnte mal bitte jemand den Anhänger umbauen? Ich habe wieder. Ich habe wieder eine Anzeigetafel drin. Und jetzt muss ich mich ausloggen und wieder einloggen. Moment. Ich muss da mal durchrennen. So. Umher, wo muss ich hin? Lass mich doch da rein. Hier an der Teil ran und dann drauf links auf den Joystick drücken und dann auf Konfigurieren gehen und den wieder zu einem großen Anhänger machen, so dass die Doppelbordwand da ist. Warum lässt er mich denn nicht da ran? Ja. Fahrzeugoption öffnen. Aha, okay. So, konfigurieren. Ja, Koniferen. Koniferen, okay. Dann gehe ich auf Koniferen. Und dann soll ich was machen, die... Den Aufbau ändern. Den Aufbau ändern. Mal wieder, fängt ja. Stützfüße, Plattformboden, Standard. Füße, Unterbau. Ganz oben links der erste, glaube ich. Ganz oben links ist Aufbau. Aha, da steht Standard. Und ich muss wegmachen, ne? Ja, weg. Mach mal weiter. Bis der wieder zwei Bracken hat. Die Heidi und der Thomas haben Daumen da gelassen. Dankeschön. Also bis der wieder hoch ist? Oder ja, so hoch. Der muss hoch sein. Aha, okay. Danke. So. Zusätzliche Bordwände. Ja. Konfigurieren. Jawohl. Dankeschön. Schön. Macht das so selten. Ich muss dann immer dreimal überlegen, was ich da machen muss. Stützfuß geht auch automatisch, alles gut. Genau richtig, so soll er sein. Dann machen wir noch ein bisschen Wischiwaschi. Alles Wischiwaschi hier. Ich kann nicht Wischiwaschi machen. Warum nicht? Weil ich die blöde Dings drin habe. Da war ja was. Warte, ich komm. Ich muss mal eben den Träger hier wegstellen. Ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen, das ist ja,
Das Spiel mobbt mich doch, oder? Das ist doch nicht zu glauben. So, bis gleich. Hast du heute eine Mobbing? Ja. Bis gleich. Aber welche Anzeige hat er drin? Vom Sägewerk wahrscheinlich, ne? Sägewerk oder Zuckerfabrik, glaube ich. Und was war das? Ach so. Nein, ich brauche nichts, Opi. Irgendwie hat das heute Morgen schon nicht geklappt mit der R-Taste. Aha. Aber das ist ja halb so wild. Ein Trecker mehr oder weniger. Ich kann ja mal den Opi waschen, ne? Genau. Gucken, dass der richtig sauber wird. So. Hauptsache die Frisur sitzt. Genau, das ist das Wichtigste. Genau. Windschnittig. Ja. Ja. Ich mach mal den Träger fertig sauber. Das bestimmt, liegt bestimmt am Wetter, Opi. Nee, das liegt echt an Facebook. So, Träger sauber. War irgendwas mit. Düngen musste ich. Ach, hier war das. Nimm doch mal die Kuh. Dann kann ich die hinterher sauber machen. Ne, Odin? Ja, Omi. Es tut mir auch leid. Das hört man. Volle Rolle. Sag ich doch. So. Mucki. Natürlich. Ja. Was ist der? Haben wir das auch voll. Dann nehmen wir mal eine Runde Düngern. Wieder da. Bibi. Danke. Hast du mich gerade geduscht, Omi? Auch nur ein bisschen. Ich hab's gesehen, aber ist gut so. Ich hatte nämlich noch die Reste vom Leberkäs-Semmel an der Hose hängen. Ja, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Wo ich mich gestern aber reingesetzt hab. Ja, die Frisur sitzt. Jawohl. Schön windschnittig, habe ich zu Omi schon gesagt. Prost. Dann kann ich den Poppeditzer jetzt wegstellen. Halt. Halt. Ist egal. Ich fahre ein bisschen in die falsche Richtung, aber macht nichts. Kenn ich irgendwo her. Fällt doch nicht weiter auf, oder? Nö, weil hier oben rum geht's auch. Oben, da wo die Götter wohnen. Außer Odin, der ist hausverbucht. Auf die armen kleinen Dicken. Ja, ja. Dann haben wir mal die Breite eingestellt, ne? Das geht ja jetzt ratzefatze. Ich habe vorhin den Odin gesehen beim durch die Gegend tuckern. Aha. Weil er tuckert nämlich wirklich. Und mit seiner
Mit seinen Millisekunden fährt er lieber nur mit 30 über die Straße, bevor er irgendwann in Ägypten landet. Ja. Lieber auf Nummer vorsichtig gehen, als anderen Leuten was zum Lachen geben. Ja. Ich sollte mal vielleicht den ganzen Tag mit dir mitfahren. Nein! Hilfe! Wäre bestimmt lustig. Nein. Nicht für dich, da hast du recht mit. Sag ich doch. Also? Nein. Yep. Ja. BB-OP von der Anja. Danke. Guck mal, hinten ist der Odin. Na, Reitnasen-Antilope, alles klar mit dir? Immer doch, immer doch. Mann, man, so groß den Scheunentor passt da doch nicht durch. Ja, tut mir leid, ich bin halt nun mal keine Gazelle, so wie du. Oh, ich bin auch keine Gazelle. Weiter geht's. Fährt der jetzt rückwärts, ist doof? Haben wir, doch, da hinten liegt noch Stroh. Eine Akkordarbeit hier, von einem zum anderen. Aber ich werde jetzt, fährt der Mario noch Stroh? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, der Mario steht zurzeit. Kann das sein? Weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Dass der... Der war vorhin am Frühstück. Bei der 115, zwischen 115 und 97 steht der Mario nämlich auf der Stelle. Aha. Wird immer schlimmer, schlimmer. Ja, richtig, ich bin noch am Frühstücken. Soll ich aussteigen? Nein, brauchst du nicht. Ich wollte nur wissen, ob du fährst. Und die Marion hat einen Daumen da lassen. Dankeschön. Weil ich werde jetzt aufhören, Stroh zu fahren. Ich werde mir jetzt den Grubber holen und die zwei Felder, die wir zusammengelegt haben, die drei da komplett durchgrubbern. Okay. Und danach werde ich die einmal komplett durch. Ne, erst werde ich die komplett durch Tiefen lockern, danach komplett durch grubbern. Warum willst du die lockern und grubbern? Damit ich alle drei Felder auf einem Nenner habe. Ah. Na denn? Damit die Wachstums-, die Ertragsunterschiede nicht so heftig sind. Ach so, okay, vielleicht, wenn ich fertig bin, komme ich wieder. Ja, wenn ja, dann ja, wenn nicht, dann nicht, glaube ich. So war das. Dem, ich kann den nicht sauber machen, also stehe ich ihn so weg. Lass dich dabei nicht erwischen, Opa, ne? Nein, ich habe keine andere Chance. Ich habe keine Lust, jedes Mal. Wie lange machst du heute, Omi? Ich denke mal noch ein Stündchen. Dann wäre ich bei 2,5. Das ist gut. Ja. Genau passend. Weil dann muss ich gucken, dass ich mich so langsam, aber sicher auf den restlichen Arbeitstag vorbereite. Ja, da steht doch eine Tür weiter. Aber ich muss erstmal das Heckfenster aufmachen und Teich ist Leberkäse-Semmel rausschmeißen. Ich
Gammelt die da schon wieder vor sich hin? Oh, der hat die in allen Fahrzeugen liegen die rum, die tanzen schon, die Dinger. Einige von denen können schon reden und dazu werden mehr können Sprachen. Das ist aber gefährlich, ne? Und der P hat einen Daumen da gelassen, dankeschön. Aber wenn die anfangen zu leben, dann wird es gefährlich. Dann würde ich mir Gedanken machen, ja. Ja, machst die Tür auf, dann steht da und schreibt morgen. Ja, was sagst du denn dann? Moin, wo ist der Kaffee? Was? Nee. Geld kommt. Ja, Laton. Ja. Das wäre dann bis halb elf. Ja, genau, Anja. Bis halb elf. So, von wo nach wo machen wir denn jetzt? Von hier nach dort. Ich bin am falschen Feld. Nein, ich bin am richtigen Feld. Das sieht doch gut aus. Hier fangen wir an. Machen wir den Hobbelitz auf. Wie viel Quadratmeter hast du denn? Das passt. Runter mit dem Ding und tschüss. Zeig, was du kannst mit deinen 900 PS. Prost zusammen. Dafür hast du ihn ja wohl angeschafft, oder? Genau. Ja. Und der Sebastian hat auch einen Daumen da gelassen. Und der Pierre, der Mario, Thomas, Heidi, Dieter. Danke. Und Charlie, danke. Den Daumen. Nee, noch. So schön. Früher morgen lecker Kaffee trinken. Prost zusammen. Hallo. Prost, Obi. Also bis wir hier auf dem Feld zweimal Vorgewände gemacht haben oder dreimal, ist eine Stunde rum. Ja, aber demnächst müssen wir uns mal um die vier Minifelder, die wir da zusammengelegt haben, kümmern. Warum? Warum werden die eigentlich schwarz angezeigt? Weil da nicht mit dem Sensor drüber gefahren wird. Aha. Das ist nur Gras, da brauchst du nicht drüber. Ach so. Besser gesagt nur Klee. Das klebt auch von alleine. Mhm. Das sind dann, schwarz bedeutet veraltete Daten. Aha. Das kann ja bei uns nie passieren, weil wir, wenn wir kalken, direkt neu vermessen. Da ich keine Ahnung habe, was das also bedeutet, ist mir das relativ wurscht. Ich habe nur gesehen, das Ding ist schwarz. Ja. Ich mache meine Schritte so, wie ich das immer gemacht habe. Ob das vermessen ist oder. Ja, nur beim Kalken haust du ja vorne den Sensor mit dran. Ja, ja. Ja, also wird das direkt vermessen. Ja, aber wenn ihr das Feld nicht kalkt, dann vermesst ihr das ja auch nicht. Ja. Die Wiesen und. Da mache ich gar nichts dran. Die wachsen so, wie sie wachsen. Mhm. Die kriegen keine Pflege. Nein. Nur ein Rasenmäher. Da werden dann nur die Haare etwas gestutzt. Das reicht. Windschnittig, damit sie auch dann schön gerade hochwachsen. Ach so. Ja. Nein, meine lieben Zuschauer, ich habe aufgehört, mir die Frage zu stellen, ob das alles so normal ist beim Rolien. Es ist so, ja. 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 Ja, sonst hätte er nicht zu dir gefunden. Nö. So ist halt, ne? Wäre schlimm, wenn nicht. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten einen normalen hier zwischen. Oh wei. Der Meinung ist, er ist normal, weil wir sind ja normal. Der wird dann den ganzen Tag nur weinen. Ja. Kann man nur. Und Marie hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Aber ich glaube, mein Chat ist kaputt.
Ja, schlafen alle. Ah, da kommt ein Hai. Vom Michi. Michi, dir auch einen schönen guten Morgen. Mein Chat ist doch nicht kaputt. Ja. Hallo. Hm. Lämpchen. Nee, schreibt nur keiner. Diese funktioniert. Man braucht nur zu sagen, Chat ist kaputt. Die sind alle am Frühstücken, die haben keine Hände frei. Am Donnerstagmorgen. Apropos Frühstücken. Ehrlich. Was gab's denn bei meinem Zuschauer zu Frühstück? Vor allen Dingen was drauf. Wollt's auch gerade fragen. Ist ja gut, warst du wieder schneller. So. Ein Hai von Mario. Der Tobias hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Otte, nix. Nix ist wenig. Du könntest ja fast das Doppelte davon haben. Fängt schon wieder an zu regnen. Ja. Fängt wieder an zu trommeln. Mhm. Hier wird es wieder windiger. Ja, hier, also der Wind ist hier was weniger geworden. Ihr legt dazu. Ist ja. Frische Brötchen vom Bäcker mit was man möchte, von Wurst bis Nutella. Oh. Reichlich, reichlich. Gönnt euch. Alles im grünen Bereich. Gut. Gut. Worauf war denn der bezogen? Alles in Ordnung ist. Dann alles in Ordnung. So, wenn alles in Ordnung ist, dann ist gut. Alles in grün. Mit grün zu grün in Spanien. Blütenkurve. In Spaniens Blütenkurve. Ja. Falscher Text. Definitiv. Falscher Text. Noch nichts zum Essen. Ja. Anja. Außer Kaffee und Zigaretten. Ja, das zählt nicht. Das zählt nicht. Nein. Nein, 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 nein. Apropos Kaffee und Zigarette, ne? Na, wart mal ab. Müsste aber gleich. Eine gute Idee, ja. Schlechte Idee. Es verpasst zu haben, ja, das ist eine schlechte Idee. Kaffee ja, Zigarette nein. Nein. Wir verherrlichen keine schlechten Dinge. Nein. Nein. Auf keinen Fall. Ui. Irgendjemand versucht hier gerade das Dach abzureißen. Ja. Gott weint. Oh Gott, was ist denn? Ich weine. Da, da, da. Carlos hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Jo. Taschengeld kümmt. Taschengeld kümmt? Ja. Es ist so hell hier, dass ich hier gar nicht lesen kann. Gott sei Dank, dann sorgt ihr wenigstens dafür, dass Opa endlich mal wieder Geld ausgeben kann. Ja. Josef hat auch einen Daumen da gelassen, danke. Die letzten 120.000 war alles nur Stroh. Ja. Damit kann man schön Geld machen. Ja. Dafür hole ich mir jetzt noch mal einen Kaffee. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. Der Moment ist um. Ich hatte gesagt, einen kleinen Moment. Das war ein kleiner Moment. Ja, das Feld zu pflügen wird wohl etwas leckerer.
Kommst du da rum? Ja. Obi hat einen leichten Hang zum Übertreiben. Den musst du mir aber genauer erklären. Verstehe ich ja überhaupt nicht. Ich habe noch nie irgendetwas auch nur ansatzweise übertrieben. Hab mir gerade einen Schoko-Cappuccino gemacht. Mmh. Wer? Die Anja. Ach so, die Anja. Die ja, Anja dann. Hat sich einen Schoko-Cappuccino gemacht. Ich würde nie übertreiben. So, 127, 117. Gekalkt, gemessen, gedüngt. Gedüngt auch schon? Ja. Ja, dann, wenn du möchtest, kannst du. Da auf dem oberen Feld kannst du Zuckerrüben anpflanzen, auf dem unteren Feld die Kartoffeln. Mhm. Oder untertreiben. Das habe ich auch noch nie gemacht. Steffen. Hallo. Würde mir im Traum nicht einfallen. Blödsinn erzählen würde ich auch nie. Nein. Nee. Und die wollten nur eben kurz einen Kaffee holen. Ja, siehst du doch, das dauert jetzt schon wieder 96 Tage, bis er wieder zurück ist. Und du sagst es vorbei. Ja, das war nur zur Erinnerung, dass er nochmal wiederkommt. Merkst ja selber, der ist noch nicht zurück. Ich bin schon wieder da. Ja. Du hast gerade die Bohnen eingepflanzt, Brei. Du sollst den Tabak nicht essen, alter Kerl. Ja, dann lass das doch mal. Ja, ich besuche das schon andauernd, aber irgendwie will das nicht. Kommen wir nochmal außen rum. Weil Shay macht, ich glaube, das werden wir wohl dreimal machen. Bei so vielen Bäumen am Rand, da bleiben wir überall hängen. Stunde später. Stunden später. Jahrhunderte sind das. Lass mich da vorbei. So. Sauber machen. Tü. Oder so, ne? Vor allen Dingen oder so, das ist wichtig da. Das ist das Wichtigste daran, das oder so. Das oder so muss. Weil ohne geht nicht. Stell mal den mal weg hier. Wieso steige ich jetzt aus? Du wolltest dir die Landschaft mal von der anderen Seite aus angucken. Von der anderen Straßenseite, genau. Wenn er jemanden trifft, der sich damit auskennt, mach den. Mhm. Jetzt frage ich danach im Weg, wo es lang geht. Ja. Und Fred hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und der Andreas und der Josef, Carlos, Tobias, Marie, Charlie haben alle Daumen da gelassen. Ja. Dankeschön. Ich will nachher erstmal gucken, welche Saatmaschine muss ich denn überhaupt nehmen? Einzelsaat oder? Ich meine, ist beides Einzelsaat, ja. Die Kartoffel ist diese separate Sämaschine. Die steht oben hoch. Ach so, ja, klar. Das ist diese komische rote. Mhm. Ja. Dann kannst du dir auch am besten den Nachfüller auf den Hof mit dahin stellen. Den Überladewagen. Oder du musst halt zum Hof zurückfahren. Das geht natürlich auch. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das geschafft kriege in der Zeit. Mit der Kartoffelmaschine. Mit der Kartoffelmaschine wirst du wohl nicht schaffen. Nee, du kannst aber auch, wenn du möchtest, hier bei mir auf dem Feld kommen. Wir haben ja diesen gelben Tiefenlockerer noch, den neuen, den 6 Meter. Den kannst du mit Tiefen lockern, wenn du Lust hast. Nee, ich gehe die Dings reinschmeißen. Den Zuckerrüben. Die Zuckerrüben, ja. Zuckerrübe ist ja die große. Das ist die größere, ja. Aber auch die Einzelkorn. Aber
aber die hat eine andere Breite als die Kartoffelmaschine. Da kannst du wohl für. Definitiv und zweifelsohne. Ruppi möchte das Feld in dem Stream noch fertig machen. Von wem kommt das wohl? Vom Steffen. Verstehe das gar nicht. Braucht er Hilfe? Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja Zeit. Weil heute Abend läuft der nächste Stream, ne? Da auf geht's Twitch. Halt weiter. Da geht's halt weiter, genau das. Ja, hast du da? Ja. Ist das eine neue Fruchtsorte oder? Ja. Ach so. Das Schöne hier an der Feldarbeit ist, man kann nicht gegen Bäume fahren oder gegen Hausmauern oder sowas. Einfach eine feine Sache. Ein bisschen einsam hier im Chat. Ja, Anja, bei mir ist immer ein bisschen einsamer im Chat. Omi hat nun mal noch nicht so viele Zuschauer. So viele Schreiber. Das gibt sich auch in den nächsten Jahrhunderten. Das ist immer so. Dafür streamt die Omi zu selten. Aber Anja macht da nichts raus. Bei mir ist heute auch nicht viel los. Auch solche Tage gibt es. Eben. Gestern Abend war mit mir nicht viel los. Nee, gestern Abend war Opa nicht so wirklich da. Real Life geht eben vor Gamen. Ja, richtig. Oder Spielen. Da hast du vollkommen recht mit. Ja, das ist nun mal so. Björn, ich freue mich schon auf morgen. Freitag, ja, glaube ich dir. Dann kommen wir doch. Farming Simulator 22? Hallo? Hä? Ein Monat zu früh? Nächsten Monat? Ich wollte gerade sagen, 22.11. Ja, nächsten Monat. Morgen ist schlecht, weil letzter Urlaubstag. Oh. Ja. Die schönen Zeiten sind irgendwann vorbei. Fängt wieder an zu stürmen. Ich kann hier gleich auch die Fenster zumachen, fängt schon wieder an zu regnen. 22.11. ja. Den Schoko-Cappuccino trinke ich aus der Tasse mit Faultier. Was uns das wohl sagt. Da musst du nochmal zurück, mein Junge. Ja. Immer dran denken, ich arbeite ein bisschen anders als der Opa, ne? Ist ja nicht mehr lang, dann habe ich Urlaub, wenn er rauskommt. Ja. Bitte, Omi, was zu haben mit Opa? Nix. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe nur gesagt, ich arbeite ein bisschen anders als der Opa. Ja, das macht doch nichts. Kriegst du trotzdem deine Arbeit erledigt. Ist der Björn ein Vorabtester? Nein. Glaube ich wohl kaum. Denke ich nicht. Oh, Enrico. Dieser Ton, ne? Enrico, danke für 200 Sterne. Danke. Jetzt kommt am Montag, den 22.11. ja, raus. Genau, Anja. Ganz großes Dankeschön.
Ja, Kacke. Hast dich um einen Monat vertan. Ganz großes Dankeschön. Ups. Hängen geblieben. Gern, Björn. Und Tobi. Und für die, die es noch nicht wissen, ich streame jeden Abend auf Twitch. Genau. Und auch für die, die es nicht wissen wollen. Die haben Pech. Die haben Pech, ja. Selber schuld. Du, jetzt fahren wir noch einmal außen rum und dann haben wir genug Platz. Da muss ich beim Wenden nicht jedes Mal ein bisschen in die grüne Zone rein. So. Da ist schon wieder da. So, erstmal hier da einmal rum. Du hattest es mir neu probiert, streamt jeden Abend auf Twitch. Muss ja nicht jeder gleich arbeiten, genau an, ja. Ich kann auch nicht so arbeiten wie der Opi. Bin ich der Opi? Nö. Ja, Steffen, ich muss dir ja dann wirklich leid tun, sagen, ne? Ich habe da irgendeinen Zuschauer ab und zu auf Twitch, der versucht mich auf Feldarbeiten festzulegen und sowas mit fertig machen und so ein Zeug und das muss sie jetzt auch tun und sowas. Nee. Ich wohl Abend Twitch. Ja. Ne, Steffen? Und bei mir ist es einfach so, ich kann nur, wenn die Arbeit zulässt und wenn es alles andere zulässt. Der Uwe hat einen Daumen da gelassen, der Björn hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und es gibt halt Dinge, die sind dann auch noch sehr wichtig. Und wenn wir hier die 8000 Follower voll haben, dann gibt es wieder einen 12-Stunden-Stream. Da grenzt er sich ein, Frechdachs. Das macht ihm Spaß. Ja, klar. Jeder hat hier so seine eigene Marotte, den Opi zu ärgern. Der eine haut mir immer Sterne dann rein, wenn ich gerade konzentriert bin und bringt mich komplett aus dem Ruder. Ne, da habe ich mehrere von. Wollte gerade sagen, davon gibt es mehrere. Vor allen Dingen auf Twitch. Die lachen sich dabei kringelig. Ja. Die haben mich schon so weit gebracht, dass ich nicht mehr spielen konnte. Nimm doch nicht schon wieder den nächsten Strommasten mit. Ja, das können wir, Obi. Ja, du warst einer davon, der mich komplett fertig gemacht hat. Nein, da war Spielen nicht mehr möglich. Palim, palim. Da werden sie alle wach, ne? Es geht darum, den Obi zu ärgern. Da werden sie alle wach. Ja. Ich weiß. Du hast die alle so erzogen. Einige davon habe ich nicht erzogen. Die haben das von ganz alleine gelernt. Aha. Das ist von Haus aus so. Das wahre Leben gibt eben hervor. Ja, das ist klar. Ja, und die Omi hat ja ein bisschen mehr zu tun als andere Ehefrauen. Die hat ja mit mir auch noch mehr Arbeit als mit einem normalen Ehemann. Nur ein bisschen, Michi. Ja, nur ein bisschen. Und nun ganz, ganz klein. Dann hauen die. Und mir schreibt man dann, ich untertreibe oder übertreibe, ne? Und dann kriege ich sowas zu lesen. Nur ein bisschen. Da wird der Opel auch quer übers Feld gefahren. Ja. Ja, kann der Opel, ja, aber ich habe Angst wegen der LS-Polizei, ne? Warum fährst du quer übers Feld? Genau. Das ist aber nicht original. Nee, so spielt man das Spiel aber nicht.
Ja, die sollen mal zu mir kommen, dann sehen die mal, wie man das nicht spielt. Wie man das eigentlich spielt, ja, genau. Wie man das nicht spielt, ja. Ich komme da mit dabei, dann machen wir ein Doppel-Nicht-Spiel. Da bin ich dabei. Ja, ne? Ja. Der Peter hat es ihm geteilt. Danke. Und der Peter hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Denn wenn ich mich recht entsinne, es ist ein Spiel. Ja. Richtig. Also mein Realleben ist stressig genug, da brauche ich nicht noch im Spiel das Stress. Ja, auf dem Grünen fahren, Omi. Omi ist ein Grünweg-Fetischistin. Ja, wie sich das ist gehört. Eine Grasliebhaberin, ja? Ja. Darfst du das ja mal auch. Ich mach das ja ungern, den Opi aus der Fassung bringen. Da habe ich ja nichts von. Der Anja bringen wir auch noch bei, das ohne Vorwarnung zu machen. Letztes Mal hat sie gemacht, ohne Vorwarnung. Ja. Du musst das da. Ist auch Sinn und Zweck der Übung. Da kann das Gras ja nichts für. Nö. Guten Morgen, Opi und Omi von Kurt. Kurt, ja, und schönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Donnerstag morgen. Ich muss jetzt echt drauf gucken, was für einen Tag wir haben. Das ist der Tag vor dem Freitag, Opa. Ja, war schon das zweite Mal heute. Ich habe heute Morgen schon den Odin gefragt, was für einen Tag wir haben. Ja. Macht ja nichts. Kann passieren. Nee, gestern war nicht Opis Tag. Nee, gestern. Oder gestern Abend jedenfalls. Gestern der Abend war ganz schlecht. Nachmittag schlau aufgestanden. Es ist ein Spiel und kein reales. Ja, genau. Ein reales Gedingse. Gedingse. Ja, Gedingse ist wichtig. Ja, Gedingse. Sonst passt halt Gedankse ja nicht. Eben. Ach so. Gut, ob wir drüber gesprochen haben. Genau. Ja. Odin? Ja? Hattest du nicht Termin? Ja, ich bin gerade dabei, den Trecker sauber zu machen, ordentlich wieder einzupacken und dann hätte ich tschü gesagt. Wollte gerade sagen, du hattest was von 9.50 Uhr gesagt. Ich bin doch schon auf dem Weg. Nur Vize-Freitag. Ja, genau, Vize-Freitag. Alles gut, aber danke für die Erinnerung. Ja. Odin? Hoppi. Hattest du nicht einen Termin? Ich hab's gewusst. Odin. Oh, du mein Odin, du ist nur der Obi. Wandelt mein köstlich. Ja, total bescheuert. Mami, nicht schon wieder. Geh zu deinem Termin. Ja? Nee, als ich wach geworden bin, habe ich das Wetter draußen gesehen. Da habe ich mich nochmal rumgedreht. Wenn man das kann. Wenn man, wollte ich gerade sagen, hätte ich auch gerne, wenn man das kann. Odin, Biene, Maya? Die wollen uns wieder anheizen. Nein, da gehe ich gar nicht drauf ein. Da ist schon wieder Bauchschmerzen. Ich fange dann auch an zu singen, das geht nicht. Schlimm wäre, wenn er gleich beim Arzt im Warteraum macht, ne? Ja. Aus voller Brust. Nö. Dann bleibt er gleich da. Ja, dann sagen sie, kommen Sie rein, junger Mann. Was haben wir denn für ein Problem? Wir haben hier noch so ein paar Bonbons für Sie, bitteschön. Wenn Sie möchten, kriegen Sie auch eine nette Jacke von uns. Ja, die hätte ich denn gern geblümt. Ach, geblümt? Ja. Nicht gestreift? Nein, da sieht man die Flecken so schnell drauf. Umso schneller ist er dann. Ja, schneller eingeliefert, da hast du wohl recht mit. Die wollen mich ja gar nicht haben. Mich haben sie auch schon dreimal wieder abgewiesen. Kaum da gewesen? Nee, tut mir leid. Nur für Gesellschaft. Der macht uns die Leute verrückt. Ja. So, ich bin dann mal raus. Mhm. Und so. Ich wünsche euch noch allen viel Spaß hier im Chat und allen Zuschauern. Oppi, Omi, man hört uns plötzlich. Jawohl, lass es dir gut gehen. Juppi. Tschüss euch. Genau. Genau andersrum. Tata.
Schönen das guten Morgen zusammen vom Sebastian. Sebastian, dir auch einen schönen guten Morgen. Danke fürs Teilen. Moin erstmal. Ja, moin moin. Das geile Brathähnchen. Was für ein Ding? Das geile Brathähnchen. Abnahme. Ich glaub's nicht. Ja, die hab ich lieb, Jacke. Die kriegt man dann ganz schnell. Der eine klaut Kekse. Ja. Der andere ist ein geiles Brathähnchen. Und danke für den Daumen. Schön, danke, dass du reinschaust. Tobin. Hallo, wie spät haben wir? Ja, 2 Stunden sind rum, ist klar. Jetzt fängt's wieder an. Auf der Tasse steht, ich spüre das Tier in mir. Es ist ein Faultier. Oh ja, die bekommt man schnell. Danke für den Follower, das geile Brathähnchen. Und der Lars hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Brathähnchen sei gegrüßt von Anja. Das ist doch ein Brathändel. Jetzt haben wir schon Brathändel noch da. Jetzt krieg ich wieder Hunger, was ein Mist. Anja, moin moin, ja. Und der Jens hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Ja, die Omi ist jetzt noch ein knappes halbes Stündchen da. Dann muss die Omi sich auf den Job vorbereiten. Fehlt nur noch Haxe. Und Benjamin hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich bin nicht für Haxe. Doch, bin die gut gemacht. Das Brathähnchen hat Opi auch. Aber nicht unter das geile Brathähnchen. Servus und stürmische Grüße aus Sachsen-Anhalt. Jens, ja und schönen guten Morgen. Bei uns ist es auch stürmisch gewesen vorhin. Mal heftig. Ja. Und der Timo hat einen guten Morgen raus. Timo, dir auch einen schönen guten Morgen. Sebastian, 1908. Vielen Dank für den Follower. Danke, danke, danke. Ja, ich habe gestern Abend 2 drin gehabt, die haben beide gleichzeitig einen Follower dagelassen und wurden beide nicht gezählt. Deswegen denke ich, die werde ich mir, wenn die heute Abend wieder da sind, werde ich mal notieren. Wenn die das dritte Mal machen, haben sie das letzte Mal gemacht. Ach so, waren da diese Rein- und Rausspringer? Naja. Ah. Und schon den 5. Einsatz gehabt seit 5 Uhr morgens. Oh, bist du bei der Feuerwehr? Durftest du Bäume schubsen? Oder Gleise freiräumen oder. Ja, die werden unter anderem viel zu tun haben. Ja, die haben genug zu tun. Jupp, ehrenamtlich. Dann hast du genug zu tun, ja. Aber Brathähnchen, wie heißt du denn beim Opa? Berlin ist auch eine Stahlbebrise. Oh. Ist das ganz Deutschland? Ganz Deutschland. Oh, ganz Deutschland davon. Ja. Ja, Omi, du weißt halt ich und Nachrichten. Wie darf man dich nennen, Brathähnchen? Klingt zu lecker. Brathähnchen klingt zu lecker. Bei uns. Naja, schubsen war nicht mehr viel, lagen ja schon eher. Bei uns fährt auch die FF durch die Gegend. Ist das eine neue Automarke? Die Freiwillige Feuerwehr? Feuerwehr, ja, denke ich. FF, das hört sich an wie Töfte. Timo ist mein Name. Freiwillige Feuerwehr, ja. Das geile Brathähnchen ist der Timo. Timo ist das geile Brathähnchen. Ja. Gut, dass du das sagst. Erzählst du mir das heute Abend wieder? Ja. Gut. Ich schreib's dir auf dem Post-it. Ja. Blitz dir auf dem Bildschirm. Mitten auf dem Bildschirm, ich hab's geahnt.
solange den Kram nicht daran festhackt hast. Immer die Sterne, die raufkommen. Marius haut einen Moin raus. Marius, dir auch einen schönen guten Morgen. Da kriegt man ja Hunger, ehrlich, bei Eis. Hab ich auch schon. Das ist das ja. Brathändel. Brathändel. Mit richtiger, leckeren, knusprigen Haut. Ich kann es mir auch noch selbst schlimm machen, der Klasse. Ja, genau. Ich glaube, der steht heute bei uns da im Laden, ne? Wer? Der mit dem Brathändel. Der Händelmann? Musst du mir das jetzt sagen? Wenn du es haben willst, musst du hinlaufen. Nein. Außerdem hast du noch lecker Essen in der Küche. Ja, ich weiß. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Das Zeug schmeckt nämlich gut. So kriegst du mich zum Gemüseessen. Ja, ich weiß. Schön auf dem Sofa chillen, Baby füttern und dem Altenheim zuschauen. Das ist mega. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Sag aber nicht, in 18 Jahren, wir sind da schuld gewesen, ne? Bist du dann im Vaterschaftsurlaub oder hast du Urlaub irgendwie oder so? Also ich habe einen Arbeitskollegen, der erwartet, was meint Opi? Ja, das mit dem Baby und dem Trecker in 18 Jahren. Ne? Arbeitskollege, der erwartet im Januar sein erstes Kind und geht dann auch in den Vaterschaftsurlaub. Ja, ich spiele FS seit FS8 und dass man schon bei FS19 einen PC mit Wasserkühlung braucht, ist mir neu. Da würde ich mal sagen, da steckt nicht nur FS19 drin. Meinst du gerade meinen Rechner? Aber ich kann mir doch einen vernünftigen Rechner mit einer guten Wahlkühl kaufen und dann LS19 spielen. Wo ist das Problem? Außerdem, du spielst ja nicht nur, du streamst ja auch. Ja, ich streame auch noch. Hat auch was eher mit dem Streamen zu tun als mit dem Spielen. Ich hätte lieber noch einen viel, viel stabileren Rechner als den ich jetzt habe. Nur bei den Reisen heutzutage kannst du dir das ja nicht mehr erlauben. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis sich die Preise wieder einigermaßen normalisiert haben. Und ist er nur eine kleine Wartung? Ja. War gerade 2 Monate im Vaterschaftsurlaub. Jetzt aktuell bin ich im Urlaub, weil meine Frau im Krankenhaus liegt. Das ist nicht so schön, dass deine Frau im Krankenhaus liegt. Gute Besserung. Dann leg mal 3 Riesen auf den Tisch, wenn du damit hinkommst, ja. Ich hoffe, dass sie schnell wieder zu Hause ist. Dass alles gut ist. Und ich finde es sehr gut, dass es heute die Möglichkeit gibt, dass die Väter auch in einen Vaterschaftsurlaub gehen können. Finde ich auch gut. So, und hier noch ein Schlückchen Wasser trinken. Hallo, aber du hast recht, da steckt nicht nur FS19 drin. Daddy. Omi, wie lange haben wir denn noch? 17 Minuten. Aha, der Countdown läuft.
Und dann krieg ich Essen. Ja, ja, ja. Na, dann mache ich mir Essen. So. Warm. Weil ist schon fertig. Ich würde sagen, brauchst du dir vielleicht nur noch ein Ei oder so dazu machen, wenn du noch eins dabei haben möchtest? Nö, eigentlich nicht. Hätte ja sein können. Nö, Eier hebe ich mir wieder auf für wenn kein Gemüse mehr da ist. Aha. Wenn ich jetzt da Eiweiß tue, kann ich wieder nicht Ei essen, wenn kein Gemüse mehr da ist. Opi, Wasser trinken nicht vergessen. Ja, super von Nils. Der steht ich hoffe, das auch, dass sie schnell wieder zu Hause ist. Ich will auch wieder arbeiten gehen. 3 Kinder, 24/7, ist Hardcore. Also Hut ab vor den Mutis, die das machen. Ja. So, erstmal Wasser trinken. Vor allem, wenn man dann noch so ein Zwerg dabei hat, das passt dann noch so richtig. Der Udo hat einen Daumen da gelassen, dankeschön. Meine Katze turnt gerade auf mir rum, kann sich nicht entscheiden, wo sie sich hinlegen will. Ja, Katzen sind halt eigensinnig. Jetzt halte ich besser meine Klappe. Nicht nur Katzen. Der Opi auch. Wir reden gerade von der Katze, Opi, nicht von dem weiblichen Geschlecht. Ich habe gesagt, der Opi auch. Hallo? Glaubst schon du, hä? 3 Jahre und 4 Monate sind die Kleinen vom Timo, vom Brathändel. So ein Name müsste verboten werden. Ja, 10 ist Schule, 3 ist Kindergarten, 4 Monate ist zu Hause. Ja, ein Windelpuper. Das ist dann richtig Halligalli. Vorpubertät, Zickezeit, alles dabei. Hallo, bleibst du stehen? Hast du einen Selbstfahrer? Ne? Ja, und das bei 200% auf der Bremse. Ich habe ja auch schon gehabt. Da habe ich dann irgendwann gedacht, gleich habe ich die Taste in der Hand. Ja. Der Kleine hat heute die U4 mit Impfung. Niedersachsen hat aktuell Ferien. Ja. Also die ganze Rasselbande zu Hause. Oh, Spaß und erfreut. Ja. Vor allem das ganze Spiel während der Zeit des Lockdowns mit. Oh, Himmel, Herrgott. Ja, ich habe schon so oft gesagt, wie viele Ehen dabei gescheitert sind, ne? Im Lockdown. Ja, das auch. Ja. Wir haben viele dann gemerkt, so toll ist das Zusammenleben gar nicht mit dem man da gerade zusammenlädt. Genau, ja, deswegen eine Woche im Urlaub, die andere Woche die Frau. Ach so. Ihr macht getrennt Urlaub deswegen. Bei uns macht zurzeit nur die Omi Urlaub. Ja, wenn Urlaub, dann fahre ich in Urlaub und das mit meiner Mama. Wegen solange es noch geht, versuchen wir das durchzuziehen. Ja, fahr du mal noch so lange wie geht mit der Mama. Irgendwann ist das vorbei. Ja. Zum Glück ist mein Sohn schon 18 Jahre alt. Ja. Unsere haben auch alle einen eigenen Schlüssel. Ihre eigenen Häuser, Wohnungen. Unsere haben alle schon selber Family. Was denn ein Glück? Ja. Und Enkelkinder ist was Ideales. Kannst die hinterher wieder abgeben.
Kannst du Blödsinn mitgemacht haben, hinterher gibst du die wieder ab. Den Blödsinn können die dann bei Mama und Papa ausprobieren. Mhm. Das Kind nehmen, den Reset-Knopf drücken, das vollkommen verrückt beibringen und dann wieder abgeben. Das macht Spaß. Und der Udo hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön, vor 3 Minuten. Mein Gott, ich sollte ab und zu mal. Oma, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. In meinem Bildschirm gucken. Ja, so ist das halt. Wir haben unsere großgezogen. Jetzt dürfen wir das machen, was unsere Eltern bei unseren Kindern veranstaltet haben. Dafür ist man dann halt Großeltern. Oh, lass den richtig sprechen können. Ich bringe den so viel Blödsinn bei, ne? Ach, der ist doch schon dabei. Ja, aber der ist noch nicht weit genug. Der, na, das geht noch nicht. Ja, keine Sorge, das kommt alles noch. Hm. Ich bin auch schon Tante. Ja. Und dann kommt die Rache. Also wenn wir ein Familienfest geben, müssen wir einen großen Saal mieten. Alleine von Geschwistern, Ehepartnern, Neffen, Nichten, Großneffen, Großnichten und. Also bei uns wäre immer ein Saal angebracht. Ich glaube, der wird ewig dauern, bis das hier fertig ist. Ewig und 7 Wochen. Ja. Ja, das mache ich aber nicht den ganzen Abendstream. Da muss ich mir eine andere Arbeit suchen. Aber wir haben ja sagen müssen, es hat dann genug zu tun. Wollte gerade sagen. Knopperletten aufladen, Zeug durch die Gegend fahren. In die Nase bohren. Ah ne, das ist was anderes. Felder bestellen. Ja, zum Beispiel. Was haben wir denn noch? Ich kann die 27 noch ansehen. Ich kann auf der 32, 33 grubbern. Jede Menge Arbeit. Arbeit ist das da. Umso länger streamst du? Ich habe nicht gesagt, dass ich das fertig mache. Nee. Steffen, ganze Knicken. Morgen Obi. Obi muss mal sagen, gut holen. Und Hallöchen an die Obi-Mann Schmetterling, Willi, die auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Odin ist nicht da. Noch 10 Minuten. Oder die Bäume kuscheln, das kann ich auch gut, ja. Nils, ja, und schönen guten Morgen, hatten wir zwar schon. Hast du nicht Nein gesagt? Ich habe weder ja noch nein gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich das Feld abends weitermachen kann. Jedenfalls ist der Mario noch im Spiel. Ja, das kann sein, dass er noch da drin steht. Der steht noch hier und sitzt im Träger. Naja. Aber ich habe auch gerade auch nicht gelesen, dass er den Server verlassen hatte. Nein. Steppen lacht sich wieder kaputt. Oma, das hört sich interessant an. Und irgendwann vielleicht ein Stadion. Nee, Anja. Ne? Wir wollen es nicht hoffen. Also ganz so extrem sollte es dann doch nicht sein. Aber ein Saal ist schon ganz... Wir sind halt eine große Sippe hier. Wenn die mal alle zusammenkommen, ist immer was richtig was los. Wie geht's euch so? Habt ihr Sonnenschein oder Regen? Wir haben Sturm und Regen. Und uns geht's gut. Wie geht's dem Willi? Ja. Ich mach den Wenn fertig, beziehungsweise auf dem Screen draußen seid. Ja, es ist keine Pflichtveranstaltung. Alles gut. Mach dir keinen Kopf darum. Ich hatte es nur gesehen, weil ich gerade an dir vorbeigefahren bin. Sehr gut. Das ist schön, Willi. Oh, ich glaube, ich darf meine Robert jetzt mal langsam wieder tanken gehen.
Ich glaube, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Was denn, Opi? Außer, dass ich keinen Kaffee habe, geht's mir gut. Oh, du hast keinen Kaffee, Willi, und du tust mir echt leid. Ich werde noch, einen zweiten schweren Tiefenlockerer kaufen. Aha. Weil wenn wir irgendwann dran sind und pflanzen auf allen Feldern Mais an, könnte es komisch werden. Timo Hahn. Hallo, Opi, ist das geile Brathähnchen. Timo Hahn. Das könnte ich mir eventuell merken wegen dem Hahn dahinter. Eventuell, wenn du Glück hast. Und der Name gehört trotzdem verboten, ist ja klar, ne? Das ist klar für Mario. Willi kriegt Kaffee und Toilettenpapierrollen. Was war das? Weiß nicht. Kein Kaffee, das wäre ein Weltuntergang, ja. Irgendwann hat Pingeling gemacht. Aha, keine Ahnung. Ich glaube, da von irgendjemandem eine Nachricht gekriegt oder so. Das könnte sein. Jetzt wisst ihr auch, warum das geile Brathähnchen. Warum weiß ich. Windig mit stürmigen Böen, mit Regen. Ja, so ist es bei uns auch. Timo? Bei mir lud gerade die Sonne durch die Wolken durch und mir volle ins Gesicht rein. Schön, ne? Ja. Auch der Hund, ja, verstehe ich auch nicht. Oder hat der Timo mir gerade irgendwas geschickt? Ah! Kann der Opa aber erst sehen, wenn der Stream zu Ende ist. Ach, wegen deinem Namen. Wegen meinem Nachnamen? Ja. Wegen deinem Nachnamen. Hähnchen. Ah. Hahn. Wasser. Hahn. Opi wegen Hahn. Ja. Schreibt doch da gleich dahinter. Mann, lass mich doch nicht Rätsel raten. Mario haut ganz viele Fleischtränchen raus. Oh, die Tasse kenne ich. Werner hat einen Daumen da gelassen, Werner hat den Stream geteilt und Werner hat seine Kaffeetasse vergessen. Einen schönen guten Morgen, Werner. Opi, wir müssen ein bisschen länger machen. Warum? Ja, weil ich erst das Feld fertig ansehen muss. Wie lange bist du? Ich hab nicht mehr viel, aber das muss ich fertig machen. Das geht ja sonst nicht. Das machen wir weiter. Okay, Opi. Hättest du direkt dahinter geschrieben, wegen meinem Nachnamen hätte ich nicht das Gesicht bis nach Köln verziehen müssen. Wollte gerade sagen. Du bist doch, der Opi ist nicht, ne? Aber ich hätte es jetzt auch nicht. Prost. Ich kann ja schon viel Rätsel raten, aber da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Was am Arsch, Opi, habe ich schon hinter mir. Habe ich schon hinter mir, Willi. Hatte kurz vor dir gerade schon der Nils gemacht. Genau. Welche Sonne? Ja, ich bin ja froh, dass sie da ist. Ne? Aber wenn die dir dann so volle Olle ins Gesicht rein und du siehst nichts mehr. Prost, Willi vom Tobi. Oh, der ist aber jetzt gemein. Der hat keinen Kaffee, der sagt den Prost. Oh. Uiuiuiui. Prost, Willi, auf dich. Der war auch nicht besser. Wir gehen jetzt in die heftige, dunkle Jahreszeit rein und dann ist man schon immer froh, wenn die Sonne dann doch mal da durchlurt. Ja. Tobi, Prost mit Milch. Aber ich hatte extra die Prost zurück mit Bier vom Dachfenster hochgeschoben, weil es dann was heller ist, wenn es so riesig draußen ist und ich auch nicht die ganze Zeit die Lampe anhaben will. Bommi? Ja. Hast du jetzt gerade beim Reden die ganze Zeit den Kopf gedreht, von links nach rechts? Nee, nicht wirklich. Aha. Ja. Du bist mal leise, wieder laut, oder leise, wieder laut. Du bist auch leise und laut. Echt? Ja. Oh, dann hat unser Server ein Problem. Ja, ich glaube, den muss mal heute Abend neu gestartet werden, bevor du in den Stream gehst. Danke für die Milch, Nils.
Und der Dennis hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Trink ein Bier, Willi, aber danke. Und da ich meinen Kopfhörer auf, mit Mikro auf dem Kopf habe, dürfte das eigentlich kein Problem sein, weil sich das nicht ändert. Nee, nee. Deswegen habe ich mich so gewundert. Ach, oh, Timo. Danke für die 100 Sterne. Ganz, ganz großes Dankeschön. Für Obi und Omi. Danke, danke, danke. Och, mich erschreckt. Ja, so kurz vor Feierabend nochmal Schrecksekunden kriegen, ne, Opa? Ja, ich stehe drauf. Ja. Zumindest bin ich wieder wach. Ja, siehste. Kannst du wenigstens nachher entspannt essen. Nee, ins Milch, nee, Bier, ja. Ja, Willi, bis du wieder Kopfschmerzen hast. So zwischendurch, zwischendrin ruckelt das. Aha. Ja, ich glaube, der Opa muss mal den Server komplett neu starten dann. Ja. Nee, Willi, du bekommst bloß Kinderkaffee. Nils ist, glaube ich, auch besser. Und danke nochmal für die 100 Sterne. Dankeschön. Bei uns hieß das früher immer Muckefuck. Garo-Kaffee. Hatten wir gestern Abend auch im Stream. Was, Muckefuck? Nee, das Thema über Kinderkaffee, Karo-Kaffee. Ach so. Weil Sascha den Ausdruck Karo-Kaffee nicht kannte. Ach so. Aber Tobi wusste den. Ja. So, dann gehen wir jetzt in die letzte Bahn. Hey, hat fast gepasst dann, Opa. Ja, klappt doch. Ja, wir sind schon bei 2 Stunden 27. Also ja, bei mir sind jetzt 2 Stunden. Aber ich muss ja das Feld fertig machen. Ich kann ja hier nicht dann 4 Bahnen liegen lassen. Das ist ein Timo, was machst du denn? Was denn? Der haut schon wieder 200 Sterne raus. Dankeschön. Danke, danke, danke. Hoppi, ich bekomme keine Kopfschmerzen mehr. Ich bekomme einen dicken von meinem Pampers Bomber. Der ist. Dann ist alles gut. Dicken Kuss. Ich hatte das mit dem dicken Kuss schon vorher gesehen. Gerne doch. Danke, danke, danke. Danke für deine Unterstützung. So. Das heißt jetzt gleich sauber machen gehen. Wegstellen und dann ist für heute Feierabend. Ja, dann machen wir die Hütte dicht, ne? Nimm einen schönen. Kaffee wird aus Bechonien gemacht. Ach so. Ja. Was? Was wird aus was gemacht? Der Karo-Kaffee. Ach so. Aus Bechonien. Ich habe keine Ahnung, aus was der hergestellt wurde. Bei uns gab es den früher immer und der hieß bei uns immer Muckefuck. 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 Den gab es auch in jeder Jugendherberge. Und der Günther hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Dann haben wir einen schönen Streaming angebaut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Omi. Danke, Anja. Danke, danke. Das wünsche ich dir auch. Lass dich von deiner Katze nicht ärgern. Ups. Wieder durch die Baumkrone. Obi, ich melde mich ab. Gut, Willi. Dankeschön. Tschüss, Willi. Zweiter Kaffee auch, muss gleich Mucke gucken. Da kann doch keiner trinken. Nee, zweiter Kaffeeaufguss ist. Aber ich sag jetzt nur Bye-bye. Geh jetzt selber mal zocken. Wir hören uns die Tage. Oma, wir hören uns vom Timo. Omi Servus von Willi. Winki Winki! Ja, Timo, dir auch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Und Dankeschön nochmal. Und liebe Grüße an deine Frau. Gute Besserung. So. Ja, genau.
Daddy, 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 Daddy. Heute den Putztag hier, hä? Tinky Winky Dapsi Lalapo. Oh Gott, Willi. Jetzt weiß ich, wo du den ganzen Schaden her hast. Du hast davon zu viel gesehen. Wünsche allen einen schönen Mittag. Bleibt gesund und freue mich auf heute Abend wieder. Ja, heute Abend wieder auf Twitch. Genau. No. Teletubbies, ja, ich weiß. Ich habe diesen Schwachpunkt nie angeguckt. Als ich das erste Mal gesehen habe, stand für mich fest, direkt ausmachen. Richtig, ja, jetzt weiß ich, wo du deinen Dachschaden her hast. Trotz Wetter. Ja, wird schon. Ja, alles klar. So, sauber. Generation Teletubbies. Mhm. Ja. Sagt alles. Man so einen Schwachfug überhaupt zulassen durfte. Ja. Die haben sich gedacht, die müssen unbedingt was Neues machen. Und danach haben sie ein sprechendes Brot rausgebracht. War auch nicht viel, viel besser. Ja, das Brot gibt es ja immer noch. Ja, ich weiß. Willi schmeißt mit Schneebälle. Na nee, Nils schmeißt dem Willi Sprache lernen, Babbel. B schmeißt den Willi mit Schneebälle. So. Bäcker wegstellen. Sind wir durch? Hier ist dann durch, ja. Jo, dann wünsche ich auch schon mal meinen Zuschauern einen schönen Mittag. Lasst es euch gut gehen. Mal gucken, wo ich das Ding hier hinstelle. Ja. Steffen schmeiß ich weg. Heute Abend bin ich wieder auf Twitch. Starten zwischen 7 und 8 Uhr. 19 Uhr, 20 Uhr. Für die Klugscheißer. Wir haben doch keine Klugscheißer, Opa. Nicht? Nein. Ja, dann nicht. Dann eben nicht für die Klugscheißer. Hallo, so. Wir haben auch LS-Polizei. Meinst du, die melden sich sofort? Die passen erst auf und dann wird. Ja, das Problem. Teletubbies ist furchtbar. Ja. Bis heute Abend, Obi, Mario, dir auf. Einen schönen Tag mit dir und deiner Frau und deiner Tochter. So, und ich wünsche dann auch allen Zuschauern, allen Schreibern, meinen neuen Followern einen schönen Donnerstagnachmittag. Lasst euch nicht wegfehen. Und dann schaut heute Abend beim Opi rein. Wir hören, sehen uns die nächsten Tage wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, Tinky Winky. Tschüss, Omi. Ich sag schön mit Öl, eventuell bis heute Abend. Schönen Tag. Bleibt gesund. Tobi, dir auch einen schönen Tag noch. Also es gibt hier keine Klugscheißer, es gibt nur Besserwisser von der Anja. Nur Besserwisser? Oh, nur Besserwisser. Ist das nicht dieselbe Kategorie, nur eine andere Ausdrucksweise? Ja, genau. So, Opi, ich bin jetzt da raus. Björn, schade, aber da haben keine Zeit, muss weiter testen. Eine 22er? Wie kommst du an den 22er ran? Ich mach später weiter. Ja, Mario, mach dir da keinen Kopf drum. Ich mach mal den Motor aus. Ich mach nämlich dann auch jetzt vielleicht zu. Nur eben kurz abwarten, was der Björn da jetzt gleich schreibt. Ja. Dann ist er vielleicht doch ein Tester. Weiß ich nicht. Da steht nicht dran. Ich bin bei Giants oder sonstiges. Macht ja auch nichts. Sie können ja ruhig zugucken. Ja, ist doch schön. Ja. Tobi, ich bin kurz raus. Da, um Tschüss zu sagen. Anja, dir auch einen schönen Mittag wünsche ich dir. Lass es dir gut gehen. Bis heute Abend. Tschüss. Ich muss auch arbeiten. Das war keine Antwort auf meine Frage.
Der Günther hat einen Daumen da gelassen, der Mike hat einen Daumen da gelassen, der Mike hat den Stream geteilt, die auch einen schönen guten Morgen, aber wir machen jetzt gleich die Tür zu. Und nochmal danke an die edlen Spenden, Dankeschön. Danke an den Chat fürs fleißige Mitmachen. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns heute Abend wieder auf Twitch. In alter Frische oder irgend so was ähnliches. Das alt schaffe ich, ob frisch, weiß ich nicht. Ich bin damit raus. Und tschüss.